Vaporum, die Zehnte und ja, jetzt nicht wundern, ich habe einen alten Speicher nochmal geladen aufgrund der Lebenspunkte, die ich verloren habe. Warum habe ich das gemacht? Weil ich weiß, wie man jetzt die Türen öffnet und weil ich weiß, was dann passiert, wenn man die Türen öffnet und man braucht dafür Lebensenergie. Okay, von Anfang an, wie öffnet man die Türen und wie ist das mit der Geschichte mit diesem, ja, mit diesen Fallgruben, in denen ich da was reinschieben kann? Vielleicht fangen wir mal damit an. Ich hatte ja in der letzten Folge hier noch gelootet, das muss ich jetzt leider nochmal tun. Da ist auch die Krux dabei wegen der Lebensenergie. Aber machen wir erstmal das mit dem Ding. Das Problem ist folgendes. Ich kann das da reinschieben. Aber wir haben ja zwei Fallgruben, nämlich die hier und die hier. Diese hier ist kein Problem, kann ich reinschieben. In diese hier ist ein Riesenproblem. Ich kann sie nämlich nicht reinschieben. Ich kann das Ding nicht weiter schieben, also nicht weiter ziehen. Ich kann es nicht nach da ziehen, weil ich da in die Fallgrube falle. Ich komme nicht von der anderen Seite hin. Also, selbst wenn ich jetzt dieses Loch hier zumache, ja, ich komme nicht hin, um das da herzuschieben. Ich kann auch nicht hinter den Quader quasi, um es von hinten zu schieben. Obwohl es auch nicht viel bringen würde. Denke ich. Obwohl. Nee, wird nichts bringen. Nee, wird nichts bringen. Also ich kann im Prinzip nichts machen, außer es da reinschieben. Das kann ich. So, jetzt ist es drin. Dann komme ich hierher. Aber hier kann ich auch nicht viel machen. Ne? Dafür müsste ich nämlich diese Tür hier geöffnet haben. Und die ist leider zu. Also mit den Quadern komme ich hier nicht viel weiter. Was ich jetzt nochmal versuchen kann, ist das Looten hier durchzuführen, ohne Schaden zu nehmen. Das wäre nämlich schon ganz gut. So, jetzt nochmal, was lassen wir dafür liegen? Also das Ding, ich kann auf jeden Fall liegen lassen, denn wir haben ja da schon was Besseres und das kann ich auch liegen lassen. So, das mal mit und so Rusty Sword drauf. Okay, gut. Wir haben ja auch jetzt einen Silberschlüssel, da könnten wir auch woanders noch hingehen, aber ich denke, das lässt sich ja erstmal so ein bisschen zumindest lösen. So, das ist das mit den Kisten, also da kann ich jetzt an der Stelle nicht mehr viel machen. Was ja wesentlich interessanter war, ist die Frage nach den, nach den Türen. So, jetzt fällt mir gerade ein. Jetzt muss ich nochmal den Punkt hier verteilen. Einmal zwischenspeichern. Und zwar, ich war schon so richtig, ich war schon ziemlich auf dem richtigen Weg, also schon eigentlich ganz genau auf dem richtigen Weg, nur ich habe etwas falsch interpretiert und zwar habe ich gedacht, diese Lichtstrahle müssten irgendwie in die Kuhlen auf der anderen Seite oder so, also was mit dem Lichtstrahl ist, das kann vielleicht trotzdem noch sein, aber im Moment, um die Türen zu öffnen, um das zu triggern, erstmal, dass die Türen auch offen bleiben, muss ich was anderes machen und zwar. Ich habe schon die Vorarbeit dazu eigentlich gemacht, unwissentlich, wenn man so möchte. Und zwar habe ich aufgeschrieben, welche Türen wie lang brauchen, um zuzugehen. Und der Trick ist jetzt, nicht dann irgendwie durch die Türen zu laufen und irgendwas zu aktivieren, sondern der Trick ist einfach nur, die Türen in der richtigen Reihenfolge zu klicken, also die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge zu klicken. Und zwar ist die richtige Reihenfolge der längste hin zum kürzesten. Das würde bedeuten, nach meinen Aufzeichnungen, wäre das hier der längste, dann käme der hier, dann käme der hier und dann käme der hier. Also 1, 2, 3, 4. Dann sollten sich alle vier Türen öffnen. Und dann passiert was, das will ich jetzt aber nicht spoilern. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wie bin ich jetzt auf die Idee gekommen, tatsächlich nicht ganz auf meinen Mist gewachsen, sondern ich muss dazu sagen, ich habe rumprobiert und so und nach einer halben Stunde und so habe ich aufgegeben, weil ich mir dachte, okay, das dauert alles zu lang. Und habe mal in den, also ich habe ja so ein Testmuster bekommen und da lag ein Walkthrough dabei. Der Walkthrough ist nicht so wirklich komplex, aber er gibt so ein paar Tipps. Und ein Tipp war einfach,
das dann in der richtigen Reihenfolge zu machen. So, und jetzt mache ich das auch. Ich habe ja auch schon mal Grimrock, das mache ich noch, möchte ich noch dazu sagen, weil Grimrock immer gesagt, wenn ich irgendwie ein Rätsel nachgeschaut habe. Also ich möchte hier nicht faken. Und genau, also in dem Fall habe ich jetzt quasi so 50% des Rätsels nachgeschaut, weil die anderen 50%, das muss man schon sagen, mit den Zeiten, das habe ich nämlich selber in der letzten Folge schon erarbeitet. So, jetzt machen wir das einfach mal. Also es würde jetzt bedeuten, wir drücken das, dann drücken wir das und dann müssen wir so rüber. Also erstmal das. Dann müssen wir daher. Dann müssen wir daher. Ja, hat geklappt. So, und jetzt, leider Gottes, oh, ich weiß es schon, ist was passiert, und zwar kommen jetzt diese Doom Marines. Oh, scheiße. Okay, ich lasse mich jetzt mal töten, weil ich es schon verkackt, das sind zu viele. Okay, nochmal, aber es hat ja ganz gut funktioniert eben gerade. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ah, die kommen aus den Türen da hinten raus. Das ist jetzt auch neu für mich. Ja. Jetzt aktivieren wir mal unsere Dinger hier. Solange es bei einem bleibt, ist das nämlich alles noch einfach. Wir schauen einfach, dass es bei einem bleibt und wir versuchen es. Naja. Aber was mir gerade auffällt, ich habe gar keine Munition mehr. Das ist natürlich scheiße. Ja, aber so einzeln geht es. Kuckuck. Na komm. Das mit dem Schild ist gar nicht so klug. Eigentlich hätte ich jetzt den Steel Dagger noch in die Hand nehmen können. Denn ich habe ja Dual Wield geskillt. Was habe ich denn da mit dem Schild? Eigentlich ist das Spielsystem auch bescheuert, ne? Okay. Gut. Ja, das hab ich gedacht, dass da Munition drin ist. Ah, Repair Kit, das ist auch gut. Gut, ja dann 34 Schuss haben wir wieder. Mal, bis er kommt. Hm. Oh, da ist jetzt der Trigger losgegangen. So. Das lief ja schon mal ganz gut und das heißt, wir zwischenspeichern jetzt mal und dann müssten wir jetzt eigentlich hier reingehen können, genau. Aha, und was will er da für ein Key? I need a key. Fumium Key. Nein! Was habe ich getan? Mit einem Lebenspunkt. Dann lade ich lieber nochmal neu. Und auf der anderen Seite, was ist da passiert? Oh, okay. Wieder ein Quest-Item. Jules Verne. 20.000 Leagues Under the Sea. Advanced Acid Nozzle. Ja, jetzt wird es langsam platzmäßig wirklich schwierig. Hm.
glaube, die können wir auch da lassen. So, da hinschieben bringt nichts. Jetzt müssen wir da hinschieben. Das da reinschieben. Ah, tatsächlich. Wie cool ist das denn? Okay, was gibt's hier noch Schönes? Ein Advanced Discharger. Basic Discharger. Okay. Könnte man eigentlich auch mal verwenden, ne? Exoric Gadgetry. This is the first attempt at installing the new modular gadget prototype system into an Exoric. You can cut the excitement in the air with a blade. We're full of expectations. The whole point of the Exorics is to provide a safe interface for various energy and fumium-based gadgets, along with some basic protection, of course. Best thing about the new system is the modularity. You can use these gadgets in about any machine, robot, or device that compiles with the base interface. And now, having gadgets in an Exorig? Boy, the possibilities are endless. Rigs will get to be so much more useful and powerful. Can't wait to get my hands on a fully working rig. Der James Kroll, ne? Das ist ein... Also, ich sag mal, positiv ein Enthusiast. So, da waren wir schon, okay. Ja, also, was haben wir jetzt getan? Wir haben... Oh, wir konnten nicht dahin springen, weil wahrscheinlich in der Mitte was anderes jetzt steht. Ah ja. Sehr interessant. Gut, jetzt haben wir das Ding da. Ich weiß gar nicht, wo wir das jetzt am besten einsetzen. Sicherlich, um irgendwelche Lücken zu füllen, ne? Aber hier bringt es weiterhin nichts. Also auf der Seite. Da könnte man es. Ich meine, was bringt das denn, wenn ich da was hinschiebe? Nein. Bringt doch eigentlich nichts, oder? Deswegen kriege ich auch keinen Schlüssel. Oder ist es vielleicht notwendig? Man weiß es nicht, ne? Es ist unklar, bestenfalls. So, aber was gibt es denn hier eigentlich noch? Hier gibt es ja dann auch nichts mehr. Was man sicherlich machen könnte, man könnte jetzt mal auf die Knöpfchen drücken. Das ist auch eine Idee. Ja, da. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Was ist passiert? Was ist denn passiert? Irgendwas ist aufgegangen, oder was? Hiervon erhoffe ich mir jetzt natürlich, dass da die Tür an der Seite aufgeht, an der linken. Ja, genau. Und dann kann ich jetzt nämlich das da rausziehen. Ach, ist das Leben nicht schön? Liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ein Fumium-Key. Ja, das ist natürlich eine Überraschung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, aber wir haben keinen Platz. Und jetzt... Ich glaube, das werde ich auch mal wegtun, das Ding. Und ich überlege gerade, ob ich das überhaupt noch brauche, hier diesen Buckler. Oder nicht, stattdessen lieber so einen Decker in die Hand drücke. Wenn die das immer dual-wielder sind, es nicht, gell?
So, mit dem Fumion-Key. Jetzt ist ja aber jetzt auch die Frage, jetzt könnten wir doch vielleicht auch... Ja, eigentlich könnten wir jetzt da was rüberschieben. Nehmen wir hier das da. Dann außen. Ja. 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 Und rein. Nächste Kiste. Eine Assault Shotgun. Okay, die ist wahrscheinlich besser. Gehe ich mal fest von aus. 60, 30. Größerer Stun. Ansonsten alles gleich. Kann nicht lange überlegen. Und was ist das jetzt hier? Lucy Page. Okay, das war die Tante, die mit der Laura nicht einverstanden war, oder? Oder? Genau. Think exactly what I am afraid of. In her inexperience, Laura tends to glance over some of the critical phases of a research block because they are boring, as she puts it. How can safety on pre-auction be boring? We've only just begun our foray into the mysterious of Fumium and we are already on the wrong foot, taking unnecessary risks. I insisted on repeating the tests under my rigorous supervision, but she simply overruled me. How am I ever going to put up with this little bitch? I present my reservation at the next report meeting. I'm pretty sure Chief Officer Mr. Rake will take heed, even though she's his wife. Okay, sie sagt, dass das passiert ist, was sie vermutet hat, dass die Laura nämlich in ihrem, ich sag mal, Enthusiasmus gesagt hat, dass diese ganzen Tests und so, die eigentlich dazu da sind, Sachen so auszutesten, dass sie dann auch funktionieren und dass man möglichst sich ohne Gefahr in diese Sachen und Risiken in die neue Forschung begibt. All diese Tests, die möchte sie nicht machen, das ist hier zu langweilig. Und sie möchte quasi gleich richtig starten und sie wird halt, also die Lucy wird halt dauernd überstimmt von ihr. Das bedeutet, dass sie jetzt demnächst sich mal beschweren wird in so einem Meeting und zwar ausgerechnet bei ihrem Mann, also bei Lauras Mann. Da bin ich mal gespannt, wie weit sie da kommen wird. Das wird wahrscheinlich interessant. So, dann haben wir noch den Fumium Key. Ich werde es nochmal speichern. Ja, auch hier brauchen wir einen Quader. Und so wie es aussieht, brauchen wir dann doch alle, weil sonst kriege ich den Quader da gar nicht rein. Das ist jetzt natürlich nicht so schwierig mehr, ne? Das ist ja mehr oder weniger Standardkost. So, dann haben wir den Quader noch, den müssen wir auch irgendwie da reinbringen. Von der anderen Seite. Achso. Nee, das war jetzt nicht so günstig. Das war nicht so klug. Ja, und wir schieben und schieben und schieben. Jetzt, seitdem die Türen offen sind, ist natürlich alles andere sehr viel einfacher geworden. Wobei... jetzt eigentlich
das Loch da rein. Ja, ich kann eigentlich nichts anderes machen, ne, im Moment. Ja, dann tun wir das doch mal rein. So, schaden kannst du ja nicht. Das muss ja dafür gedacht sein. So. Genau, und dann haben wir nur noch einen. Und der ist doch, glaube ich, beim Feuerchen hinten, oder? Ist der noch da? Ja. Ich möchte ungern vom Feuer getroffen werden. Ich gib's ehrlich zu. Ich glaube, keinen Bock drauf. Aber ich habe ja in meiner Grimrock-Naivität gedacht, dass dieser Quade dazu da ist, den Feuerstrahl, den Feuerball aufzuhalten. Aber es hat scheinbar damit überhaupt nichts zu tun. Jetzt ist ja trotzdem. Jetzt machen wir mal die Frage. Bleibt ja trotzdem. Was ist das? Hm. Und rein damit. Genial. Oh, was ist denn das? Drain integrity from an enemy in front of you, dealing damage and restoring your own integrity. Okay. Das sieht aus wie so ein Life Leech. Life Leech. Das ist immer gut. Was ist das? Humium. Okay. Da müssen wir uns wieder von was trennen. Wobei, eigentlich müssen wir uns von nichts trennen. Wir können das hier aktivieren. Wow, 25. Muss der direkt vor mir sein, oder was? In front of you, okay. Also nichts für einen Fernkampf, wenn man so möchte. Okay, was fehlt jetzt eigentlich noch? Das brauchen wir nicht erkunden, aber ansonsten sind wir doch jetzt hier durch, oder? Den Silberkey haben wir bekommen, den wollten wir ja noch. Hier vorne. Ich denke. Ich denke, das war's. Wir haben es gelöst. Cool. Harte Arbeit. So, und jetzt einer der Räume hatten. Einer der hinteren Räume, so war das. Na toll. Das fängt ja wieder gut an hier. Oh, Scheiße! Das Spiel ist echt so gnadenlos. Also gnadenloser als alle anderen in dieser Art, echt. Okay. Ich glaube, das müsst ihr jetzt nicht nochmal anschauen. Ich denke, ich werde das jetzt einfach mal wieder bis zu der Tür spielen und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Macht's gut. Tschüss.